Charakter-Logistik-Slots. Ja, doch, die sind ziemlich praktisch. Davon hätte ich gerne mehr. So, Zahnräder klappen. Kohle kommt hier bald in Stocken, aber das hält sich noch. Es staut sich auch nicht so wirklich, wie ich gedacht hätte. Aber solange alles läuft, ist alles gut. Du musst noch eine passive Kiste werden. Passive Kiste dahin. Passive Kiste dahin. Du bist im Requester Chest. Was fehlt hier? Zahnräder. Wir haben eine Requester Chest für Eisen. Wir haben eine Requester Chest für Chips. Wir haben keine für Zahnräder. Und dafür brauchen wir wieder Stahl. Das ist... Ah, da kommt Stahl. Kaum sagt, jetzt kommen sie angeflogen. Aber nur so ein kleines Grüppchen, das ist ein wenig unpraktisch. Oh, na gut, eine Requester Chest. Reicht ja auch erstmal. Du, dahin. Wir hätten gerne Zahnräder. 100 Stück. So, Zahnräder werden rausgenommen, Zahnräder werden raufgelegt, Ärmchen werden hergestellt, Ärmchen werden hier reingeschmissen. Und nur wenn sie gebraucht werden, werden sie da rausgeholt. Gut. Aber ich flitze hier viel zu viel hin und her. Ich wollte eigentlich nach und nach die Komplexe durchgehen. Ich fange jetzt links unten nochmal an. Requester Chest, passive Chest. Hier brauchen wir keine Kisten. Passiv, Request, Request, Request. Aktiv, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Was eine manuelle Fabrik ist, das ist okay. Manuelle Fabrik ist okay. Passiv, Request, Request. Hier. Was zum Geier bist du? Du hast eine Direktanbindung und eine Direktabbindung. Hier haben wir gar nichts bisher. Und die Roboter sind immer noch dabei, Kisten leer zu machen. Aber das haben sie ja gleich. Ah, das ist völlig abgefahren, das Zeug hier. So, fertig. Gleich. Na komm schon, die letzten 8 Kabel kriegt ihr auch noch raus. Wollen sie aber nicht. Na gut, dich bauen wir ab. So, hier haben wir eine passive Kiste, die sich ziemlich schnell füllt. Weil wir noch keinen Abnehmer haben. Das lässt sich ändern. Wer braucht Kupferplatten? Das waren die roten Tränke, ne? Oh, wir haben Abnehmer, aber der... Erstmal ist er falsch eingestellt, ist noch auf 1. Sollten 100 sein, damit ne, mehrere Roboter gleichzeitig das Ding befüllen. Und es hat noch dezent Kupferplatten dabei. Brauchte noch jemand Kupferplatten? Du brauchst Kupferdraht. Warum kommt hier kein Kupfer mehr an? Weil da wieder ein Stau ist. Das finde ich nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das hatten wir jetzt aber schon öfters hier. Ich glaube, ich mache einfach mal oben langsame Fließbänder. Vielleicht liegt es hier irgendwie da dran. Das müssen wir im Auge behalten. Also, die werden wieder hochgebracht, werden hochgebracht. Du brauchst die Platten, hast aber genug. Genau, wir wollten weiter nach rechts. So, hier werden ebenfalls, wird ebenfalls Kupferdraht eingelagert. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, wenn wir unten schon direkt an der Quelle... Ach, hier haben wir gar keinen Abnehmer. Hier wird alles sofort auf das Ding gelegt. Wir haben nur hier einen Abnehmer für die Kupferplatten. Macht es Sinn, das Kupfer, den Kupferdraht hier oben wegzunehmen oder sollten wir es lieber unten machen? Ist eigentlich vollkommen Wumpe, oder? Warum nimmst du Draht raus? Du nimmst da Draht raus, damit die roten Chips durchgehend Draht haben. Das ist okay, es ist sinnvoll. Plastik. Du hättest gerne mehr Plastik. Hier. Stell der rote Chips her. Es wundert mich gerade, dass kein Plastik da ist. Wir hatten doch recht viele oben produziert. Aber das muss ich gleich gucken. Also, passiv, Request, Request, alles gut. Du. Du hast eine Requester-Chest für Ärmchen. Du hast keine Requester-Chest für Fließbänder. Fließband. 100 Stück. Das war alles, was du brauchst. Genau, grüne Tränke haben wir nämlich auch keine mehr oder fast keine mehr. Da kommen Fließbänder.
Ja, sehr schön. Bäm, 70 Stück. Gut, 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 gut. Da hatten wir schon. Weiter. Hier haben wir keine Fabrik. Hier haben wir blaue Tränke, die automatisch nach unten gehen. Du brauchst Stahl. Das ist noch ein Einsatzproblem. Das wird behoben. So. Du bist 100. Kriegst 100. Alles gut. Du nimmst gar keine roten Chips. Also, komisch. Und mehr Charakterslots für mich. Wir könnten es nochmal aufstufen und danach nochmal aufstufen, aber ich glaube, das reicht mir jetzt erstmal. Inserter zu Inserter. Kostet nur Rot und Grün, wird erforscht. Stopp. Waffen bringt nichts. Wir erforschen das. Ich habe nämlich vor ein paar Folgen gesagt, dass wir uns jetzt endlich mal ums Militär kümmern sollen. Ich dränge es schon wieder auf, das ist nicht gut. Also kümmern wir uns gleich drum. So, rote Chips. Da. Rote Chips. 100 Stück. Bitte füllen. Ja, kommen ganz viele an. Was sagt die Kiste hier unten? Wie viel ist da drin? Nicht so viel. Aber Plastik müsste wenigstens wieder ankommen. So, Skynet ist eh automatisiert. Das liegt quasi schon am Namen. Du wirst automatisch noch da gebracht. Und das wär's mit den Fabriken. Okay, also da habe ich schon eine Menge optimiert, würde ich sagen. Dadurch, jetzt, dass wir sie passiv benutzen. Ein Robopod mit einer Pampa. Hier, was fehlt hier? Du hast kein Petroleumgas mehr. Das wird sein, weil wir keinen Abnehmer haben für das Schweröl. Tankstar. Du. Nimm mal. Nee. Wir brauchen hier einen davon, hier einen davon, hier unterirdisch. Das geht bis hier. Da geht's wieder runter, da geht's wieder hoch. So, Schweröl wird jetzt ebenfalls hier hingepumpt, da hingepumpt, da hingepumpt, da hingepumpt. Hier eingelagert. Und da das gleiche Spielchen. Schweröl kommt raus, kommt raus. Okay, wir brauchen mehr unterirdische Rohre. Davon ein paar, davon ein paar. Du kommst dann da raus, da raus. Und jetzt müssen wir warten. Warten, warten. Ah, da. Da runter, da raus. Du wirst ebenfalls hier reingepumpt. Was fehlt denn jetzt noch? Leichtöl. Leichtöl wird hier zu Schwefel, zu Petroleumgas gemacht, aber es wurde noch nicht umgewandelt. Und hast du schon Wasser bekommen? Nö. Wasser. Kommst du da hinten ran? Ja, kommst du. Sehr gut. Dann muss das hier... Puh. Das sieht nicht gut. Du kommst da raus. Wir brauchen jetzt eine Anbindung ins Wasser. Okay, okay, das machen wir anders. Du hast da eine Verbindung. Du kommst da raus. Du gehst hier ab. Ah, da kann man sich verbinden, das ist nicht gut. Gehst hier hoch, gehst da rum und hast dann da eine unterirdische Verbindung. So, jetzt müsste da unten Wasser reinkommen. Und Gas unten raus. Gas kommt raus. Gas macht einen Knick. Gas verschwindet in Richtung Gas. Zeug, wo es halt hingehört. Dahin. Du. Runter. Damit ran. Das kommt damit hin, das kommt damit hin, das kommt damit hin, das kommt damit hin. Landet hier unten. Schon müsste weiter produziert werden. Nö, wird's nicht. Sind zu sehr beschäftigt, Schwefelsäure herzustellen. Es kommt was an. Ich weiß gerade nicht, warum du nichts machst.
Oh, hier sind zwei Abzweigungen. Kann es sein, dass es irgendeine... Weiß nicht, Varianz? Nee, nicht Varianz ist das falsche Wort. Dass eins von den Ausgängen bevorzugt wird. Also wenn vier Ausgänge da sind, beziehungsweise drei Ausgänge, ein Eingang, wird denn der erste links immer bevorzugt oder der im Süden oder sowas in der Richtung? Das wäre nicht so gut. Aber nee, läuft. Okay, wir brauchen einfach noch mehr. Mehr Gas. Also checken wir die Fabriken. Leichtöl wird hier nicht verarbeitet. Das ist nicht gut. Wir brauchen also eine Chemiefabrik. Didit. So. Wir brauchen ganz viele Rohre. Für das ganze Wuselzeug. Danach brauchen wir die. Dann brauchen wir wieder normale Rohre. Wasser. Wie kriegen wir jetzt da Wasser hin? Einfach. Einfach wie hier, oder? Ja, sieht ziemlich einfach aus. Mal von da nach da ein Rohr und dann da rum und dann ist gut. Ja, okay. Crafting-Ding, beeil dich mal. Klau da Wasser. Bring das da hin. Und mach da einen Knick. Und du stellst bitte Gas her. Und hier machen wir den Ausgang etwas weiter nach vorne. Mache hier einen Anschluss und befüllen das Ding von da auch. Damit noch eine Fabrik ihr Gas in ein und dasselbe Rohr pumpt, was denn hier am Ende rauskommt. Also haben wir auch hier einen Abnehmer dafür. So, die Fabrik hat jetzt alle drei Abnehmer abgedeckt, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, sie müsste durchgehend laufen, solange genug Öl da ist. Gut, diese Fabrik hier hat Schwerölabnehmer nach links, hat Leichtölabnehmer nach unten zum Weiterverarbeiten, hat Gasabnehmer nach da zum Weiterverarbeiten. Alles gut, die läuft auch. Du hast eine nach da, du hast da nach da, das wird nach da gebracht. Und du hast Gas, das wird nach da gebracht. Gut. Du bist als einzige Fabrik noch nicht fertig. Schämlich. Ist dieselbe Höhe? Ich glaube schon. Du da. Du brauchst jetzt auch noch Wasser. Haben wir da was? Haben wir da eine schnelle Möglichkeit, an Wasser zu kommen? Hier haben wir keinen Zugang. Wir müssen also von oben ran. Also von da irgendwo. Das ist jetzt nicht so schön. Ja, da lang. Da runter. Baum weg. Da raus, Baum weg. Ein weiter nach vorne, da ein Knick, hier und dann nach unten unter der Fabrik. Oh Gott. Kein Wunder, dass es dafür einen Mod gibt, echt. So, du da. Und es passt, sehr schön. Rohr, da. Also, du bekommst Leichtöl, du bekommst Wasser. Mach bitte Petroleumgas. Und hier, selbe Spielchen wie vorher, du kriegst da ein, du kriegst davon zwei und bringst das Ganze zur gewohnten Stelle. Nämlich dahin. Das heißt, du müsstest jetzt auch durchgehend Abnehmer haben. Genau, es ist nichts mehr drin, es wird also weitergereicht. Damit müssten jetzt alle abgedeckt sein. Das einzige Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass das ganze Schweröl hier eingelagert wird. Also alles Schweröl aus allen vier Raffinerien kommt in diesen Tank. Und der füllt sich komischerweise trotzdem nicht so wirklich schnell. Weiß nicht, was da los ist. Warum wird das Leichtöl nicht weggepumpt? Oh, die sind zu langsam. Na gut. Solange die vier Flammen hier alle durchgehend brennen, ist mir das alles recht. Crude Oil. Und die produzieren ganz langsam ihr Öl. 0,2, 0,5. Ja, 0,5 geht noch. Und die hier entleeren die Fässer. Wir hatten unten da so ein gewisses Fließband mit ganz vielen Fässern. Hatten wir das mal leer gemacht? Bin ich mir gerade gar nicht sicher.